CSU. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die Bankenunion ist einer von drei Bausteinen, die dem Eurosystem mehr Stabilität geben sollen. Wie wichtig mehr Stabilität ist, haben die Erfahrungen der Euro-Schuldenkrise gezeigt. Die ist durch den Deutschen Bundestag mit großem Gemeinschaftsgeist in Deutschland erfolgreich angegangen worden. Wir haben die Sparer gerettet, wir haben die richtigen Regulierungen getroffen und haben in großer Gemeinschaft im Deutschen Bundestag rund um die Uhr Schlimmeres verhindert. Das ist die Tatsache, meine Damen und Herren. Und Fazit ist, Stabilität erreicht man nur, wenn die Maßnahmen natürlich richtig und sachbezogen ausgestaltet werden. Dabei steht aus Sicht der Union ein Grundsatz natürlich ganz oben an. Risiko und Haftung dürfen nicht voneinander getrennt werden. Dieses Prinzip, dieser Grundsatz muss erhalten bleiben. Und das muss auch gerade für die Bankenunion gelten. Vor allem aber müssen alle Risiken oder die Risiken abgebaut werden, bevor eine Vollendung der Bankenunion tatsächlich verantwortet werden kann. Und Risiken, meine Damen und Herren, gibt es leider noch zuhauf. Das ist natürlich auch die Wahrheit. Da ist zum einen die anhaltend hohe Verschuldung einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten. Da sind zum anderen sicher auch faule Kredite in erheblichem Umfang in den Bankenlizenzen oder Bankenbilanzen. Und deshalb darf die Europäische Bankenunion kein Transferinstrument werden. Und meine Damen und Herren, die CDU/CSU plant dies auch nicht. Das möchte ich noch mal klar und deutlich hervorheben. Es ist klar, der Steuerzahler und die Sparer müssen geschützt werden. Und Voraussetzung bleibt, Stabilität erreicht man nicht durch eine blanke Schuldenvergemeinschaftung, meine Damen und Herren. Deshalb ist klar, vor der Installierung einer europäischen Bankenunion müssen faulen Kredite abgebaut werden. Und wir haben hier ein Benchmarking. USA 2% faule Kredite, Deutschland 2,5%, etwas schlechter. Aber es gibt natürlich Länder, die 15, 20 bis 50% faule Kredite haben. Und da muss gehandelt werden. Und darauf müssen wir hinwirken. Und das werden wir auch tun, indem wir in der Gemeinschaft dafür sorgen, dass Stabilitätsbewusstsein auch stärker verankert wird, meine Damen und Herren. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir eine risikoadäquate Behandlung von Staatsanleihen vornehmen. Denn Staatsanleihen sind eben nicht risikofrei. Das mussten wir immer wieder lernen, dass natürlich diese risikofreie Staatsanleihenaufkäufe oder Finanzierungen natürlich schon ein Risiko bedeuten. Und wir haben deshalb den richtigen Weg dafür gehalten, die Finanzierung von Staatsanleihen in Zukunft mit Eigenkapital zu unterlegen. Das ist sicher eine komplexe Frage, die wir hier haben. Deshalb ehrgeizige Zeitpläne sind gut, aber Sorgfalt muss natürlich auch hier vor Schnelligkeit gehen. Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir alles dafür tun, dass eben auch zunächst einmal bei den Banken gehandelt wird und die Bilanzsumme von 8% als Sicherheit ist sicher ein richtiger Weg, um Stabilität in den Banken zu erreichen, um Vertrauen bei den Finanzmarktkunden auch zu erreichen. Das ist unabdingbar, denn erst die Eigentümer und Gläubiger und die nationale Einlagensicherung ist gefragt vor Ort, wenn die Banken in irgendeine Schieflage kommen, und nicht die Vergemeinschaftung. Und deswegen sind wir richtig beraten, eine Bankenunion mit Augenmaß, mit den großen Aufgaben zu verbinden der Regulierung. Und deswegen werden wir darauf achten, dass die Sparer, die Finanzmarktkunden in Deutschland
nicht in Haftung genommen werden. Die Steuerzahler dürfen nicht in Haftung genommen werden. Das ist die Voraussetzung für eine Bankenunion auf europäischer Ebene. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Michelbach. Als nächstes der Kollege Metin Hackwerdel, SPD.